einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger und dem Stereo Trader. Mein Name ist Nels Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ja, schön, dass Sie live dabei sind und wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt heute. Und ob der Dirk vielleicht einen Trade macht oder nicht, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja? Super, kommen noch einige Teilnehmer jetzt auch rein, so wie immer, aber haben Sie bis dato auch noch nichts verpasst. Okay, also lieber Dirk, da gebe ich sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ja, der Vorteil ist, das geht schnell, ne? Das Also, stimmt. hier mit dem Bildschirm annehmen sind nicht zu viele zur Auswahl. Von daher, aber erstmal sage ich an der Stelle einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem verregneten Kalifornien. Und ich schätze mal, beim Rest von Deutschland ist das Wetter auch nicht unbedingt besser. Also normalerweise ist man ja gewohnt, dass ich hier so ein bisschen mehr mit Technik auffahre und diversen Einstellungen, Kameras und so weiter und so fort. Das habe ich gestern Abend schon nicht machen können, weil ich hier noch nicht fertig war mit Technik anschließend, weil ich ja letzte Woche eben nicht da gewesen bin. Naja, und dann habe ich es heute Morgen gemacht, bin extra früh aufgestanden und siehe da, mein externer, der kleine Monitor, den ich immer hier dann brauche, um ihn überhaupt bei GoToWebinar das Bild zu übertragen. Der hat leider die Reise nicht überstanden. Also von daher müssen wir jetzt heute dann nochmal hier vorlieb nehmen, dann ohne Bild. Ja, und ich werde dann später mal Amazon bemühen müssen, um mir einen neuen kleinen Monitor hier anzuschaffen, weil ich sitze hier tatsächlich immer nur mit zweien, weil das ja hauptsächlich Entwicklungsumgebung ist und habe dann halt immer noch einen dritten. Und wo ich dann halt das Bild, was ihr normalerweise hier seht, dann vorbereite. Das halt nur zur Erklärung, weshalb das halt so ein bisschen leblos ist. Der Vorteil ist natürlich, ja, wie man gesehen hat, man ist natürlich technisch schnell immer dann da und muss nicht irgendwie tausend Dinge beachten, aber dafür ist es halt dann auch ein bisschen langweiliger, finde ich zumindest. Naja gut, wie dem auch sei, ich versuche das halt, oder der Nelson wird das wird sicherlich mit diversen Anekdoten schaffen, das zu überbrücken, das fehlende Bild. Und wir werden da schon irgendwie durchkommen. Oh je. So, was denn? Schauen Ja, Nelson freut sich schon. wir Ja, mal. aber jetzt siehst du mal, wie das ist, ne? Ich meine, du hast ja nie eine Kamera, Naja, nie stimmt ja nicht, ne? aber es ist Ich war schon tatsächlich. mal zu sehen. Echt? Bei mir noch nie. Dann hast du, ja, bist du fremdgegangen. Alles klar, mag ich mir dann auch. Naja. Unglaublich. So, ich Mach hoffe mal. euch, ja, ich hoffe euch geht's allen gut. Und fühlt sich ja gerade hier rapide noch der Raum. Deswegen warte ich mal noch kurz, bevor ich hier einsteige, bis sich die Zahl hier, die jetzt immer weiter nach oben rennt, mal ein bisschen beruhigt, bevor ich hier anfange auf die Märkte zu gehen. Was hier die Kommentare, ja, nur das hatten wir gestern schon, soll nur keiner den Sonnenbrand sehen, genau. Der ist ja, den ist tatsächlich nicht vorhanden. Und der Guck mal, Lutz war. selbst der Lutz schreibt hier, dass ich bei dir war mit der Kamera. Dass du das vergessen hast. Stimmt überhaupt nicht. Und ob, das ist ja unglaublich. Wann soll das denn bitte gewesen sein? Habe ich Amnesie oder was? Das Ich glaube ich jetzt nicht wirklich. zeig dir die Aufzeichnung. Ja, genau. Okay, also müssen wir uns Sorgen machen? Nein, müsst ihr nicht. Es ist nur der Monitor. Wie gesagt, der hat den Geist aufgegeben und der will halt ersetzt werden. Aber der hat ja letztens schon irgendwie auch schon so komisch immer rumgezuckt und war dann immer so eine Sekunde mal da, dann wieder nicht und dann wieder da und wieder nicht. Und deswegen auch die Störung wahrscheinlich bei den letzten Webinaren. Naja, und der Flug hat ihm jetzt wahrscheinlich den Rest gegeben. So, das zur Erklärung. Gut, so, dann steigen wir mal in den Markt hier ein. Also ich starte hier wie immer im Daily. Und ich gebe die Stunde, gebe ich gleich frei. Was heißt wie immer im Daily? Es macht jetzt erstmal Sinn, hier im Daily zu starten, mal zu sehen, wo wir überhaupt stehen. Fangen tatsächlich mal an mit dem DAX, den ich ja auch gerne mal so ein bisschen, was heißt gerne,
aber den ich halt in letzter Zeit oft totreden musste, weil er sich einfach zu wenig bewegt hat. Aber der hat gestern genau wie der DAO ordentlich vorgelegt. Und von daher müssen wir da halt mal gucken, wie wir da halt in diesen Markt da reinkommen. Das heißt, also wir hatten hier, das sind so Sachen, die gefallen mir momentan im DAX einfach nicht. Weil es gab halt schon ein relativ klares Level hier. Ich könnte jetzt noch sagen, gut, vielleicht habe ich es auch falsch eingezeichnet, das Level. Vielleicht gehört das auch einfach ein bisschen höher. Ich weiß es nicht. Aber halt, das ist dann entweder zu genau oder zu knapp, was da halt die meiste Zeit passiert. Und das ist meines Erachtens schon so ein bisschen dem Volumen geschuldet, was in Deutschland vor allen Dingen halt in letzter Zeit da halt abgeht. Und weil der DAX hat meistens einfach zu wenig Volumen. Und deswegen scheinen da einige Algos nicht richtig getriggert zu werden oder überhaupt teilweise möglicherweise auch gar nicht mehr aktiv zu sein. Also so kommt es mir zumindest vor. Das Handelsvolumen ist wirklich im Keller. Und es ist auch nicht ganz auszuschließen, dass das halt mit unserer lustigen beziehungsweise unlustigen Gesetzgebung halt zu tun hat. Und dass sich da halt viele Retailer jetzt tatsächlich auch zurückhalten, weil letzten Endes schlägt natürlich auch deren Volumen halt hier mit zu. Welchem Anteil kann ich tatsächlich nicht genau sagen, wie hoch das ist, würde mich aber auch mal interessieren. Es ist nur die Frage, ob man das überhaupt messen kann. Also, weil es sind ja nicht nur Big Player am Markt und die Big Player können ja alleine auch nichts reißen, wenn sie gegen sich selber handeln. Das heißt, brauchen ja schon natürlich auch andere Volumina, die im Markt drin sind. Und grundsätzlich ist die Bewegung okay, was er da gemacht hat. Also hier runter auf die letzten Widerstände hier eben daily aufzusetzen und dann halt wieder hochzuziehen. Gut, so arg hätte ich es jetzt auch nicht unbedingt gebraucht gestern, aber hat er halt nun mal gemacht. So, und das heißt für mich auch die Orientierung, das ist ja auch das, was ich gestern Abend noch im Webinar meinte, ist so im Daily, gerade montags, macht das schon durchaus Sinn, da halt erstmal auf den Daily halt zu schauen und da die Stunde erstmal zu vernachlässigen. Also was man halt hier wirklich dann jetzt sieht, ist natürlich, er hat die Bewegung vom Freitag fast wieder rückgängig gemacht. Noch ein bisschen größer hier. Also das war der Freitag. Der war eigentlich relativ schön runter. Das hier war dann halt, was da unten noch gekommen ist, eigentlich nur Future. Kassamarkt ist wesentlich höher gestartet und zieht dann halt einfach direkt nach Norden und bleibt da oben stehen. So, von daher würde ich mal davon ausgehen, dass wir, wenn wir halt hier jetzt einmal einen Dip machen unter die 574 und beziehungsweise dorthin, dass das halt entsprechend dann auch ein Einstieg sein könnte für einen weiteren Long-Versuch. Ob das jetzt aber dann halt da oben rausgeht oder nicht, weiß ich nicht. Ich würde aber halt mal behaupten, die Tageskerze, die wir heute kriegen, dass die kein neues Tief hier unten macht, das wäre schon ein bisschen erstaunlich. Vielleicht in zwei Ansätzen wäre es denkbar. Aber ich würde schon eher tippen, dass wir halt irgendwo unterhalb hier der 15.574 bis in den Bereich hier von der Eröffnung gestern, in dem Bereich, ist natürlich eine ordentliche Strecke, sind immerhin 120 Punkte. Von daher wird das möglicherweise nicht so einfach, aber dass wir halt in dem Bereich hier irgendwo uns heute abstützen werden und der Markt versuchen wird, auch komm schon, dort nochmal halt seinen Support zu finden. Also das wäre mal so meine allererste Vermutung. Ich gebe es hier auch gerade nochmal frei. Also auch für die, die das wie immer keine Lizenz haben für das Add-on, für den Live-Chart. Die können das auch hier dann in Echtzeit mitverfolgen. So, Daumen mache ich gleich, bleibe jetzt tatsächlich erstmal beim DAX, weil der doch zumindest mal, so hoffe ich doch, in der Vola und dem Volumen, was da gestern da war, ich hoffe mal, dass er heute dabei auch bleibt, dass wir das heute in irgendeiner Form fortsetzen. Von daher sollte der dann auch handelbar sein. Die Gefahr ist halt immer nur, wenn man dann merkt, verdammt, die, die gestern da waren, haben heute keine Lust mehr. Und da passiert nichts mehr im Markt, so dass man da halt entsprechend sich dann auch positionieren kann. So, also die hier ist nicht so ganz für bare Münze zu nehmen, diese Linie, die mache ich mal ein bisschen dünner. Das ist also nur eine Orientierung. Vielleicht mache ich die auch mal gestrichelt, bevor ich die nachher vergesse rauszunehmen.
Das ist also nur ungefähr so, wo die Reise hingehen könnte. So, das heißt, 451 wäre Maximum, 574 Minimum, um da jetzt long reinzukommen, wohlgemerkt. Ne? So, das heißt, guck mal, wie das Ganze im H1 aussieht. Da sieht man zumindest halt, dass halt hier das High sehr ordentlich hier an der Linie auch entsprechend gerade abgeprallt ist. Also die ersten, die wir jetzt heute hier eigentlich im Weg haben, haben wir direkt jetzt eine Reaktion. Und mein Ansatz wäre jetzt halt hier natürlich dann auch zu sehen, wo kann man das halt kombinieren mit der üblichen Herangehensweise, nämlich nach dem Motto, Widerstand wird Support, Support wird Widerstand. Und da sehen wir hier natürlich ein Cluster. So. Und das wäre auch entsprechend so, würde sich auch ganz gut decken mit der, was ich vorhin gesagt habe, die 5, 7, 6 müsste es gewesen sein. Da schreibt auch gerade Ricardo von wegen Fibo. Klar, das wird schon Sinn machen, da jetzt in irgendeiner Form dann auch entsprechend mit Fibos zu agieren und dann halt zu gucken, ob sich da halt ein Level mit deckt. Das kann man ja mal versuchen. Ich gebe den hier auch mal gerade frei. Und dann halt mal sehen. Fangen wir mal ganz unten hier an, wo wir da hinkommen. Ja. Was da ein bisschen deutlicher ins Auge fällt, ist dann halt hier gleich tatsächlich der Bereich, die 516. Das wäre natürlich ein ordentlicher Dip da rein, wäre aber keine Verletzung hier von dem letzten Low. Wobei ich da eigentlich sagen muss, bei der 15.500, da hätte für meine Begriffe auch noch 10 Punkte tiefer gehen können. Ne? Aber das ist, wie gesagt, das, was ich meinte, aktuell mit dem Volumen, bin ich mir da irgendwie so ein bisschen. Das ist nämlich verunsichert das so ein bisschen, wie man entsprechend halt den Markt da halt zu greifen kriegt. Böse wäre natürlich als Korrektur, was heißt böse? Die 428 deckt sich ja immer noch mit dem, was ich gerade gezeigt habe. Das wäre natürlich dann halt auch eine deutlich tiefere Korrektur, aber eigentlich fast schon zu tief, ne? Weil halt die Käufer, die dann hier gesessen haben, also bei der 15.500, die werden dann halt schon deutlich überfahren, beziehungsweise wäre schon. Also ich meine, möglich ist es ja, weil es kann ja auch sein, dass halt da einfach nur gestern, für Montag jemand einen Plan gehabt hat und vielleicht ist er heute gar nicht mehr dabei. Und von daher wäre es natürlich auch möglich, das zu unterschreiten. So, dann gehe ich mal rüber auf den anderen Bildschirm. Mal gucken, ob ich hier auch alles richtig gemacht habe. Einmal kurz umschalten hier. So, Bild müsste wieder da sein, ne? Ich habe das ganz kurz angehalten. So, hier erstmal auf 5 Minuten. Und hier dann das Bild aus dem Live-Chart, was ich gerade im anderen Screen gezeichnet habe. Also für die, die das nicht kennen, nur auch mal ganz kurz zum Ausholen. Also das ist hier ein Add-on, das basiert auf den Levels in meinem Blog. Und wie man sieht, ich habe jetzt hier die gleichen Linien, die ich jetzt entsprechend in dem anderen Bild eben halt dargestellt habe. Das geht dann halt in Echtzeit rüber. So, 9 Uhr drückt jetzt erstmal nach unten, würde wahrscheinlich auch so bleiben. Das heißt, wäre natürlich dann auch denkbar, dass man halt hier versucht, erstmal in einen Short reinzukommen. Entschuldigung. Aber dazu gucke ich mir jetzt natürlich auch erstmal an, was da halt jetzt genau um 9 passiert. Aber denkbar wäre schon, dass wir einen ordentlichen Stich darunter kriegen. Hier ist der Kassaschluss von gestern. Und grundsätzlich vertrete ich auch zum Beispiel immer die These, wenn das Gap erstmal zu ist, also Gap Close von oben ist kein Long-Signal, also zumindest nicht an der Stelle. Und daher würde ich hier jetzt auch nicht long gehen. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber es sind tatsächlich Ausnahmen. Wie man sieht, drückt erstmal runter. Also wie vermutet, hätte man jetzt schon machen können. Was jetzt hier so ein bisschen dafür spricht, dass er hier reagieren könnte, wäre natürlich das nächste Level an der Stelle. Das heißt, kann gut sein, dass erstmal hier ein bisschen hin und her geht. Ja, Short war gar nicht so schlecht, ne? Die Idee, erstmal Short zu gehen.
Oder war ich jetzt ein bisschen langsam? Das ist aber halt in Webinaren leider normal, dass man da halt, wenn man so viel erzählt, und dann auch mal oder immer wieder mal dann entsprechend es nicht schafft, rechtzeitig da reinzukommen. So, was ist jetzt natürlich jetzt auch erstmal nur die erste Minute, die wir hier gerade sehen. Von daher jetzt nicht so wahnsinnig viel Bedeutung. Was wir halt hier von gestern natürlich auch noch haben, das ist da oben die gestrichelte bei der 611. Das heißt, könnte auch sein, dass wir erstmal einen Abpraller dahin kriegen und dann halt nochmal nach unten drücken. Aber es sieht erstmal noch nicht danach aus, sondern wir drücken erstmal. So, das heißt also bei der 576, da sind wir jetzt im Daily. Kann ich kurz nochmal, hier unten sieht man es ja auch, ne? Das wäre jetzt erstmal der Punkt, aber das ist halt eine Daily-Marke. Das heißt, die wird eher nicht genau halten, sondern letzten Endes geht es ja dann nur darum, sich im Laufe des Tages dort drüber zu behaupten. Und das sollte er auch hinkriegen. Nur das heißt jetzt nicht, dass wir unbedingt in den ersten paar Minuten uns jetzt hier schon damit auseinandersetzen und jetzt dort schon entsprechend dann halt verteidigt wird und dort der Markt sofort wieder nach oben dreht. Von daher ist mir Long jetzt persönlich so ein bisschen zu früh an der Stelle. Ich würde hier tatsächlich erstmal gucken, ob wir den Impuls nach unten nicht fortgesetzt kriegen. So, und das heißt auch, man halt mal versuchen könnte, das wäre dann halt in dem Bereich, das wäre eine kleine Übertreibung hier von der 611. Das ist der pH, das ist der Stundenpivot, der schon gerne auch mal angelaufen wird und auch gehandelt wird. Und mal gucken, ob das so kommt. Aber wie gesagt, ich vermute tatsächlich eher, dass wir hier in der ersten Stunde ein bisschen hin und her wackeln in der ganzen Nummer hier und da nicht so wahnsinnig viel passiert, weil letzten Endes wird er wirklich halt für meine Begriffe, wenn es darum geht, den Daily da von gestern aufzulösen. Und dann reicht es natürlich auch, wenn wir uns da im Nachmittag nochmal hin aufmachen. Und bis dahin kann der einfach nur hin und her wackeln. So mehr oder weniger. Ich würde aber, wenn er jetzt versucht, direkt hier auf die 559, das sind hier diese letzten Highs, wenn er sich dorthin aufmacht, da würde ich halt schon dann versuchen auch, also auch hier genau der S2, dort würde ich dann schon mal versuchen, irgendwie long dagegen zu halten. Und umgekehrt, wie man sieht, eben genauso. Ne? Ich habe also hier quasi, wenn man so möchte, ein Bracket sitzen und was eigentlich nur darauf abzielt, das so zu handeln, dass ich davon ausgehe, wir kriegen jetzt keine Auflösung hier innerhalb von den ersten 30 Minuten. Also eigentlich ein ganz klares Wenn-Dann im Prinzip, ohne jetzt direkt die initiale Zündungsrichtung da halt einfangen zu wollen. Hoffen mal, dass das passt. Wir werden es ja dann eventuell gleich sehen, sofern der Markt jetzt hier nicht einschläft. Aber davon gehe ich eigentlich jetzt erstmal nicht aus, weil die Vola war ja doch gestern relativ hoch für DAX'sche Verhältnisse, muss man ja fast sagen. Und das Volumen eigentlich auch, auch wenn ich jetzt hier die Kontrakte nicht gar nicht auf dem Schirm habe, wie viel das waren. Aber ich schätze mal, das war so wenig nicht. In der Nacht, ich lese ja gerade die Kommentare mit. In der Nacht ging der DAX bis 15.660 und damit 70 Punkte über Xetra Close. Kann man das interpretieren? Ja, ich meine, das ist natürlich immer die Frage. Ich glaube, man sollte irgendwann dann versuchen, das schon so ein bisschen eine Relation zu sehen. Wie viel wird nachts gedreht und wie viel tagsüber? Und natürlich, ich meine, wenn der Kassahandel hier aufmacht, dass die sich nicht unbedingt so wahnsinnig dafür interessieren, was jetzt da halt im Future mit einer Handvoll Kontrakten gedreht wurde, ist halt auch klar, ne? Von daher ist das wahrscheinlich von der Bedeutung überschaubar. So, jetzt mal gucken, ob wir hier abgeholt werden. Und dann wäre es natürlich auch wichtig, dass der Markt halt auch relativ schnell wieder
rückzieht, beziehungsweise dass man hier dann auch wirklich sieht, dass halt gekauft wird. Das wäre natürlich schon nicht so ganz unwichtig. Aber bei dem, was ich ja vorhin auch gezeigt habe, ne, mir hat im Daily da unten halt einfach so ein paar Punkte gefehlt, fürchte ich jetzt natürlich auch dann leider, dass das dann jetzt auch so wird und ich jetzt hier um möglicherweise 3 Punkte nicht gefüllt werde. Das kann sein, aber das ist wirklich so genau das, was mir momentan im DAX einfach nicht gefällt, dass es halt einfach irgendwie nicht wirklich ausgeschöpft wird. Kann natürlich auch genauso gut sein, dass ich jetzt hier überfahren werde, deswegen bitte nicht nachmachen. Und ich habe jetzt erstmal hier auch nur eine Drittelposition, weil ich mir halt mal angucken will, ob der Markt da überhaupt reagiert. Und ansonsten war hier schon gestern auch recht wichtig scheinbar die 543. Und das war also die erste Anlaufstelle. Und kann natürlich sein, dass wir dahin durchrutschen. So, die ist jetzt ein bisschen sehr genau gefüllt worden. Hier mit hier. Okay, kein Limit Pullback. Das heißt, die würde ich auf jeden Fall aushalten. Die 4,3, wo sind wir da? Genau. Das heißt, da wäre es schon noch denkbar, dass wir dahin dann auch nochmal dann laufen. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach durch die geplante Skalierung habe ich mir natürlich jetzt hier ein bisschen Puffer eingebaut. Das heißt, deswegen kann ich jetzt natürlich auch den Stop da erstmal ins Nirvana ziehen, wenn ich will, weil ich ja da auch nicht entsprechend mit vollem Risiko drin bin. Würde aber auf jeden Fall hier direkt auch nochmal mit reingehen. Nur da sollte ja dann langsam dann halt so dann auch mal in die Pötte kommen und zumindest mal ein Stück weit halt nach oben dann auch wieder reagieren. So, und wenn nicht, und dann muss man halt erstmal die Idee vergessen und dann halt hinten anstellen. Aber das heißt ja halt auch immer nicht, nur weil das nicht direkt macht, dass es nicht später auch macht. Das heißt, wenn man sich hier in den Markt long reinhandeln will, dann sollte man natürlich dann auch dabei bleiben. Ja, muss natürlich die Kriterien dann auch im Auge behalten. Und ich meine, wenn partout einfach keiner kauft, dann kann man es natürlich auch vergessen, ist ja auch klar. Ich habe was? Sebastian, hast du jetzt zwei EMAs in deinem Chart? Nee, tatsächlich nur einen. Das eine ist ein ganz normaler, der ganz normale SMA20. Aber habe ich eigentlich schon ganz lange immer drin. Aber es ist ja, geht ja auch nur darum, ich meine, man kann halt einfach auf einen Blick dann halt die Tendenz so ein bisschen besser natürlich auch erkennen und sieht dann halt, ohne das jetzt irgendwie sich von den ganzen Kerzen verwirren zu lassen, auch leichte Tendenzen. Also gut, jetzt im 1 Minuten jetzt wahrscheinlich ziemlich egal, aber halt im größeren Timeframe sieht man schon mal, als ob so eine Gesamttendenz eher nach unten gerichtet ist oder nach oben. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund. Und ist natürlich halt gerade der 20er ganz simpel, wird halt einfach generell gerne angelaufen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie eine kleine Position eingeht und die Richtung wird einfach zum SMA20 aufgenommen, dann weiß man in der Regel, okay, bis dorthin soll es dann halt schon laufen. Ne? Und hier passt er jetzt zum Beispiel auf 1 Minute, passt er eigentlich auch ganz gut mit dem Kassaschluss. Da kann er von mir aus auch gerne jetzt nochmal rauflaufen und dann halt mal sehen, wie es dann halt weitergeht. Ne? So, aber generell, die Idee war bis jetzt nicht so falsch. Und es muss natürlich jetzt was nachkommen, ne? Klar, aber 10 Punkte vorne waren wir jetzt mal kurzzeitig und jetzt müsste natürlich dann schon ein bisschen deutlicher entsprechend halt der Markt reagieren. Und eigentlich würde ich halt hier auch nicht unbedingt weiter denken als bis zur Eröffnung jetzt erstmal, wobei das natürlich jetzt auch hier schon das Rausnehmen von dem letzten Hoch bedeuten würde. Und wenn er dann natürlich weiterläuft, und dann kann man natürlich versuchen auch die Nummer nach oben auszubauen, das heißt also dann nach oben halt zu skalieren. Aber wie gesagt, so ein bisschen mehr darf hier gerne schon noch kommen. Aber zumindest sieht man, dass es jetzt nicht so ganz falsch war, ne? Es gibt also schon den einen oder anderen Käufer hier. Oder gab es jetzt hier an der Stelle. War für mich jetzt auch so das Nächste, was plausibel gewesen ist, was zu handeln wäre. Und von daher finde ich, das kann man dann ruhig
auch so machen. Blöd wäre natürlich, wenn wir jetzt halt hier so eine lange schwarze, rote, wie auch immer, nach unten kriegen. Im M1 sind wir hier wohlgemerkt. Und dann muss man wirklich gucken, ob man die Nummer dann auch noch so weiterverfolgen will. So, ich gehe mal hier auf einen kleineren Timeframe. Ich mache mal den M15. Das ist jetzt die erste, die fertig wird. Also es ist schon so ein bisschen tricky, das Ganze jetzt hier so einzufangen, weil sehr, sehr früh vor allen Dingen, ne, weil ich warte eigentlich schon immer ganz gerne, bis die ersten 15 Minuten um sind, man dann zumindest schon mal halt so ein bisschen sieht, was denn da passiert und was nicht. Weil so hat man natürlich schon dann die Gefahr, dass man jetzt als Beispiel da jemand im M15 aktiv ist, was man gestern übrigens ziemlich deutlich gesehen hat, dass der M15 nie verletzt wurde. Und wenn da natürlich jetzt einer heute wieder im M15 unterwegs ist und das aber genau in der anderen Richtung und dann im 15-Minuten-Takt seine Orders hier in dem Markt halt vervollständigt. Deswegen sage ich, könnte es natürlich schon dann tricky werden, wenn der dir jetzt wirklich halt um Punkt 15 nach unten dann halt eben stößt und dann da unten erstmal stehen bleibt. Weil, dass die dann halt direkt bis 9:30 Uhr komplett da halt nochmal eliminiert wird, das ist dann so ein bisschen fraglich. Ne? Deswegen ist es, wenn man so früh reingeht, schon ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber noch sind es 3 Minuten. Noch kann das funktionieren, dass wir halt auch jetzt hier direkt nochmal über der Zone hier oben schließen. Noch ist es möglich. Lass mal ganz kurz hier auf dem anderen Screen. Screen ist gut. Auf dem Handy mal kurz mitgucken, was der DAO denn so treibt. Parallel. Ja, drückt also auch erstmal ein bisschen nach unten. Aber okay. So, würde auch heißen, wenn wir das jetzt als Beispiel hier nach oben auflösen, dann könnte man natürlich auch versuchen, hier die Position auszubauen. Über dem nächsten High. Aber erstmal stehen wir hier nur rum, machen es also spannend, wohin die letzte Minute auflöst, rauf oder runter. Mal gespannt. Das ist ja das, was ich halt auch generell immer sage, dass man, also dass jede Kerze, gut, vielleicht jetzt die Minute nicht so krass, aber halt sobald es irgendwie ein bisschen höher geht, immer ganz zum Schluss, fast immer, kann man davon ausgehen, aufgelöst und es wird selten vorher verraten, wie das Ganze aussehen soll. Deswegen habe ich hier halt auch entsprechend die ersten 15 Minuten, also beziehungsweise insbesondere jetzt die letzte Minute, da ein bisschen genauer im Blick vom M15, weil wird man wahrscheinlich sehen, dass halt dann die Bewegung gleich ein bisschen stärker wird. Also entweder dann jetzt wirklich mit der letzten Minutenkerze oder halt auch mit der ersten direkt danach. Warum das jetzt so ist, gute Frage. Aber es ist zumindest halt eine Beobachtung. Und vor allen Dingen, was man ja auch sieht, und da habe ich ja auch schon recht viele Webinare drüber gemacht. Das ist halt mit den Trading Stops zum Beispiel im M15, ja, dass die halt schon relativ genau funktionieren. Also zum Beispiel der Priax oder der, wer ist nochmal der andere, dass die Grenzen da halt recht gut eingehalten werden. Ja, so, jetzt sieht man, er hat jetzt erstmal hier drunter geschlossen. Das heißt, ich gehe davon aus, wir kriegen noch einen Stich da unten hin. So, den ziehe ich mal ein bisschen tiefer. Weil wenn wir einen Stich kriegen, und dann sollte der eigentlich auch dann da durchgehen. So wird aus 10 Punkten plus, aber wie gesagt, nur eine Dreiviertel, Quatsch, eine Drittelposition.
Wäre natürlich schön gewesen, wenn er da jetzt raufgelaufen wäre, aber ist erstmal für meine Begriffe auch trotzdem ganz okay. Ne, weil wir haben ja letzten Endes, ich versuche halt jetzt hier mal ja die Stundenkerze in irgendeiner Form einzufangen. Wobei Short, wo ich vorhin am Anfang gemeint habe, kann natürlich auch versuchen, hier Short reinzukommen, wäre jetzt bis jetzt eindeutig die bessere Idee gewesen. Gar keine Frage. Aber eventuell muss man dann mal gucken. Kann natürlich dann auch sein, dass es einfach mal dann nicht aufgeht. Ich habe wirklich den Limit Pullback so ein bisschen knapp eingestellt, fällt mir gerade auf. Hätte ich mal ein bisschen. Das sollte ich mal irgendwie auch 2 Punkte stellen, wenigstens. Dafür springt er mir hier so ein bisschen viel in der Gegend rum. Und was jetzt die Skalierung angeht, ne, das heißt, man muss jetzt nicht unbedingt hier nur kaufen. Man kann ja auch genauso gut sagen, na gut, wenn der es nicht war, dann gebe ich da unten erstmal wieder diese Position raus. Kann man ja auch machen. Und man muss das ja nicht unbedingt dann zwangsweise durchhalten. Ne? Also nach dem Motto, ja, der dreht da jetzt unbedingt. Das halte ich eigentlich für falsch, das so zu machen. Sondern dann lieber halt mal ein bisschen demütiger da halt sein und dann auch sagen, ja gut, ich habe hier nicht die Hosen an, ich kann ja nur mitschwimmen. Und wenn ich sehe, dass halt keiner in meiner Richtung, in meiner Bahn auch nach vorne schwimmt, sondern alle rückwärts. Und dann muss ich halt dann eben auch bereit sein, hier mal zu sagen, ja gut, nehmen wir erstmal das Risiko nochmal ein Stück weit raus und gucken dann halt nachher nochmal oder verwerf die Idee erstmal ganz und eine Stunde später, 2 Stunden später nochmal drauf und akzeptiere dann halt erstmal, dass die Idee vielleicht doch nicht so klasse war. Ne? Aber ich sag mal, grundsätzlich, und da sehe ich ja hier jetzt halt zumindest mal, dass die Punkte, dass die ja richtig sind. Ne? Weil immer da, wo ich jetzt halt bis jetzt ja auch eine Position hatte, gab es ja halt auch eine Reaktion. Also da ist es jetzt erstmal nicht falsch. Ich habe natürlich keine Glaskugel und kann natürlich auch nicht sagen, na gut, der rennt jetzt auf jeden Fall darauf durchs Dach, das weiß ich nicht. Ne? Aber so habe ich zumindest die Chance, halt das Ganze so ein bisschen relativ risikoarm zu halten, weil ich nicht irgendwo in den Markt reingehe, sondern dann halt schon in entsprechender Lage bin, halt die Punkte dann ja auch ausfindig zu machen, wo überhaupt die Verkäufer nachlassen, wo die vielleicht Positionen auflösen oder wo sich gar halt echte Käufer nochmal positionieren. Ja. So, hier sieht man jetzt zum Beispiel, jetzt bin ich wieder halt auf Break-Even, dank der 2 Positionen und würde auch hier jetzt erstmal gucken, ich würde den erstmal rausgeben, also diese 2. Position. Ne? So, dadurch habe ich jetzt, das sieht man ja, erstmal hingekriegt, dass ich mein Break-Even hier 10 Punkte runtergezogen habe. Mein Risiko ist wieder das gleiche wie vorher, beziehungsweise 20 Punkte sogar runtergezogen. Und ich kann jetzt noch mal ein Stück weit gemütlicher hier zugucken. Und weil ich brauche ja nicht viel, um jetzt hier wieder ins Plus zu kommen. Ja, das waren dann jetzt hier, wie viel waren das denn? 15 Punkte oder so in etwa, die ich dann jetzt hier erstmal mit der Teilposition realisiert habe. Aber ich muss natürlich schon gucken, dass da halt entsprechend was nachkommt. Was man tatsächlich versuchen könnte, also ich habe jetzt hier erstmal ne, einfach, das war diese Anfangsbewegung von der neuen 15-Minuten-Kerze, da jetzt an der Eröffnung habe ich den jetzt herausgegeben, den zweiten. Und einfach, weil ich schon so ein bisschen dran glaube, dass halt der M15 maßgeblich ist. Und wenn nämlich jetzt jemand im M15 aktiv ist, und hier jetzt als Beispiel nochmal drauf gedrückt, ist es eigentlich genau der Punkt, wo man dann halt auch sehen sollte, der bleibt aktiv oder nicht. Deswegen hier jetzt erst auch mal der Exit. So, und das heißt halt auch, wenn er jetzt hier drüber geht, also gar nicht mal unbedingt über das Hoch, sondern die Eröffnung, könnte schon gut sein, dass da halt dann auch gleich noch ein bisschen mehr hinterherkommt. So, der liegt jetzt ein bisschen ungünstig, deswegen dann halt eben auch zum Beispiel so ein SMA. Weil das wäre jetzt der erste Rücklaufpunkt plus deckt sich hier ganz hervorragend, sieht man, mit dem Value Area Low genau an der Stelle, also dort, wo 70% des heutigen Volumens gehandelt wurden.
So, das heißt, da rennt der eigentlich nicht drüber. Deswegen, also nicht jetzt mal eben so plopp, 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 als wäre da nichts, sondern im Gegenteil, das wäre jetzt eigentlich der nächste Reaktionspunkt für Short, wenn das Ding weiter Short gehen will. Also der nächste plausible. Deswegen habe ich die Order jetzt erstmal rausgenommen und würde jetzt erstmal gucken, sofern er jetzt überhaupt mitspielen will, dann halt mal gucken, ob wir uns auch nochmal in die Value Area zurückkaufen können oder eben nicht. So, und wie man hier sieht auch, ne, M15, orange Linie, ziemlich genau. Ne? Also hier diese zwei Punkte, die vergessen wir jetzt mal. Aber wenn man sich mal die Schlusskurse anguckt und die Eröffnungen hier, auch wenn es nur der M1 ist, aber ist schon relativ genau. So, ich gehe mal auf den M5 mal kurz und gucken, wie der aussieht. Und da sieht man es halt deutlich hier unten, dieser Peak. Der könnte natürlich schon von Interesse sein. Aber ich versuche das wirklich mal halt hier, mich mit der Skalierung, falls er hier unten auch noch ein bisschen spielen will. Weil ich hatte ja eben noch gesagt, ne, so die 492 hätte ich eigentlich viel interessanter gefunden. Ich hoffe, die macht er nicht jetzt, weil das wäre dann so ein bisschen viel. Jetzt nicht unbedingt ein Risiko, aber halt zeitlich ein bisschen zu viel, was hier möglicherweise nicht mehr reinpasst. Aber für meine Begriffe hätte er das gestern schon machen können, da einmal drunter. Ja. Und ja, wenn es dumm läuft, machen wir es genau jetzt. Kann sein. Aber auch das kann man aushalten. Man muss nicht zwangsläufig schließen. Klar, wenn man jetzt scalpt, ich meine, dann hätte ich hier jetzt schon ein paar Mal, ne, irgendwie diverse Punkte mitnehmen können. Will ich aber hier nicht. Ich versuche halt wirklich die, ja, also genau genommen, wenn ich ehrlich da zu mir selber bin, versuche ich ja die Tageskerze aufzulösen und versuche das ja dann jetzt doch irgendwie in der ersten Stunde zu verpacken. Aber eigentlich will ich halt nur die Tendenz der ersten Stunde einfangen, mal ausgehend davon, dass wir uns nicht so einfach nach unten drücken lassen. Was ich vorhin gesagt habe, wer da aufgepasst hat, habe ich ja vorhin gesagt, Gap Close von oben ist kein Long-Signal. Und siehe da, das hat der Markt gemacht, hat das Gap hier geschlossen im Kassa und rauscht erstmal runter. Ganz normal, ganz typisch. Und wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Heute war es wieder keine Ausnahme, aber das ist wirklich typisch, dass der dann nicht abprallt. Und nicht weniger typisch wäre jetzt aber halt, dass wir dahin mal zurücklaufen. Und viel mehr habe ich jetzt auch gar nicht im Sinn, außer dass ich die pu paar Punkte halt schon gerne mal hätte. Und dann muss man halt da oben sehen, wie es weitergeht. Weil wir dann hier, sieht man jetzt ja auch im M5 hier ein bisschen schöner, da oben ist ja auch der Point of Control. Das heißt, dort wurde heute das meiste Volumen getradet. Und wie man auch sieht, genau in der Eröffnung war das. Und seither wurde es dünner, kam es nicht mehr so wahnsinnig viel nach. Hier nimmt es jetzt ein bisschen zu, hier an den Lows, ne, sieht man hier an der Glocke ja, ganz nett. Und auch vielleicht nochmal für die zum ersten Mal dabei sind, das ist kein CFD-Volumen, sondern das ist Future-Volumen, auch wenn ich jetzt hier grundsätzlich CFD handle. Das hat aber andere Gründe. So sieht man hier mit dem Volume Mapping das Volumen aus dem Future. Ne? Und gibt mir natürlich wesentlich mehr Verlässlichkeit. Und deswegen ist das, was man hier sieht, halt auch echt, ne? Und nicht irgendwie erfunden. So, also Reaktion ist jetzt erstmal da, wie man sieht. Das passt. Wir steigen hier mal fleißig über den 20er drüber. Und dann jetzt gucken, ob ich das hinkriege. Jetzt hier die zweite Position, die ich vorhin aufgelöst habe, jetzt vielleicht nochmal reinzugeben. Ja, weil ich denke halt schon hier oben, das wäre, also wie gesagt, Richtung Point of Control, Richtung Kassa Close, das wäre schon so die nächste Anlaufstelle, wenn er versucht, hier den Markt zu drehen. Ja, also jetzt hier zumindest mal nochmal auf Anfang zurückzulaufen und dann halt so mehr oder weniger ein Reset zu machen um 9:30 Uhr. Ist aber nicht so einfach, den jetzt
hier einzufangen. Also dafür reicht mir die Länge der Kerzen hier noch nicht. Und da jetzt einfach so dagegen zu gehen, kann halt auch nochmal runterkommen. Also das wäre dann halt eher was, wenn er jetzt hier nochmal runterkommt und dann nochmal hoch und dann würde ich mich da wahrscheinlich auch mal einstoppen lassen. So, kann man gucken. Okay. Ja, genau. Gerade jemand geschrieben, Point of Control ist gewandert auf 561. Ja, sieht man ja hier auch noch. Ne? Das heißt, hier nimmt jetzt gerade das Volumen nochmal zu. Und deswegen auch nicht unbedingt eine gute Entscheidung, jetzt hier im ersten reinzugehen, weil man ja schon wieder sieht, dass halt hier so ein paar noch nicht mitspielen wollen. So, das heißt aber, wie ich ja gerade gesagt habe, wenn wir das hier aber nochmal machen, nachdem wir halt hier unten nochmal kurz Anlauf genommen haben, dann könnte das schon eher funktionieren. Und dann ausgehend davon, dass sich halt hier auch entsprechendes Volumen dann nochmal zunimmt, allerdings dann hoffentlich in unsere Richtung, beziehungsweise in meine. Ich weiß ja nicht, wie ihr positioniert seid. Und da hätte ich jetzt erstmal nichts dagegen, wenn wir das so machen. Also der erste Anlauf ist meistens irgendwie nicht so die beste Idee. Lieber irgendwie im zweiten, vor allen Dingen nachdem dann entsprechend hier ein bisschen Luft geholt hat. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja jetzt um 9:30 Uhr. Wie gesagt, ich will ohnehin nur bis dahin etwa. Dann halt mal sehen, wie es weitergeht. So, eine zweite Position wieder drin. Im zweiten Anlauf. Und jetzt müsst ihr hier natürlich relativ schnell drüber, ne? Also über den Bereich hier. Das wäre natürlich jetzt schon nicht so ganz unwichtig. Und hier sieht man ja halt, der ganze Bereich ist relativ dünn gehandelt, ne? Und da ist halt nicht viel passiert. Und deswegen hoffe ich mal, dass wir da auch jetzt entsprechend durchspringen und dann direkt wieder bei der 590 stehen. Auch wenn es jetzt hier im zweiten Anlauf funktioniert hat, also zumindest sieht man mal, also auch hier wieder, wenn man das jetzt scalpen wollte, könnte man sehr, sehr eng absichern. Also hier jetzt liegt jetzt nur ein Punkt vorne, aber es sind meine Begriffe völlig okay. Also der Punkt war auf jeden Fall jetzt erstmal richtig, kein Garant, aber man sagt, na gut, nehme ich halt nur 2 Punkte, kann man das hier. Aber ich lasse den jetzt erstmal. Weil sonst geht das, glaube ich, alles ein bisschen zu schnell. Und hier oben der Short ist natürlich nur dafür, um die Position halt wieder zu verkleinern. Also es ist jetzt nicht etwa ein Short Entry oder eine Drehung, sondern ich will die eigentlich nur nochmal ein Stück verkleinern und dann halt sehen, ob es schafft, sich da oben durchzukaufen. Und dann könnte man auch irgendwann mal so langsam den Haupt-Stop-Loss hinterherziehen. Was ich bis jetzt noch gar nicht gemacht habe, der hängt ja immer noch da unten irgendwo rum. Ich hoffe mal, es ist kein Fehler. Aber sieht für meine Begriffe jetzt erstmal nicht so aus. Aber kann natürlich trotzdem sein, dass ich gleich eines Besseren belehrt werde. So, warum hängt er jetzt hier genau an meinem Entry Room? An Entry Room? Oh mein Gott. Am Entry Room muss jetzt auch nicht sein. Also richtig war er. Aber ich mache den Markt nicht. Das sind andere. Von daher bin ich jetzt so ein bisschen darauf angewiesen, dass die Glaskugel hier richtig funktioniert hat. Und dass jetzt so ein paar Jungs und Mädels mit ein bisschen größeren Budget da die Idee halt auch entsprechend durchziehen, die ich halt hier glaube, im Markt zu sehen. So, jetzt geht er halt erstmal die Hochs hier an. Wie gesagt, hier Volumen dünn. Und von daher, ich hoffe es, noch 10 Sekunden, dann ist auch der M15 fertig, beziehungsweise dann haben wir die Stunde halbiert. Und was man halt auch machen kann, ne, da hatte ich ja gestern auch schon mal was dazu gesagt im Helpdesk. Ja, auch wenn man hier jetzt ja, die ganzen Positionen kumuliert, ne, und wir hier nicht mit Einzel-Stop-Loss, Einzel-Take-Profit arbeiten, habe ich aber trotzdem ja die Möglichkeit. Ne? Ich habe ja hier meine Entries hier an der Seite und ich kann ja dann trotzdem hingehen und sagen, ja gut, dann gehe ich halt einfach einen Punkt oben drüber, sichere ich den in der Form einfach ab, indem ich halt hier einfach
eine Short Stop hinlege, was ja halt im Endeffekt nichts anderes ist, ne? Beziehungsweise kann auch hier jetzt ganz gemütlich einfach eine Stop Order hinterherziehen und habe dann nur den zweiten Entry dann quasi abgesichert. Ne? Kann man machen. Gucken, ob wir jetzt hier direkt durchkommen. Müsste aber eigentlich, ne, wie gesagt, hier Volumen dünn. Deswegen würde ich halt versuchen, wollte ich ja halt auch entsprechend da durch, ne, weil hier hat vorher kaum jemand gehandelt und deswegen gehe ich mal ganz stark davon aus, das ist jetzt auch nicht so. Den Trail mache ich mal aus, weil ich will nicht die ganze Position eliminieren, sondern nur einen Teil. So, reizt es aber nicht aus. Das heißt, eine ist wieder weg. Und damit liegen wir jetzt hier insgesamt 57 Punkte vorne. Ne? Also mit der ersten sind es, also bezogen auf das Drittel 57 Punkte, 60 Punkte, 20 Punkte insgesamt. Wenn man es auf eine Position umrechnet, sind im Sack. So, das war jetzt erstmal richtig. Und so, den Stop-Loss sollte man jetzt aber auch mal nachziehen von der Hauptposition. Und eigentlich muss man da jetzt nichts mehr dran machen. Entweder packt er das jetzt halt darauf. Wobei, wie gesagt, mal gucken. Ne, also hier die gestrichelte hatte ich vorhin, habe ich ja angesprochen. Das wären auch hier die letzten Lows da auf der Oberseite. Und das war natürlich gestern auch recht relevant. Deswegen wäre das jetzt auch eigentlich erstmal so der Punkt, wo für meine Begriffe auch erstmal eigentlich Schluss wäre. Also jetzt mit der ersten Bewegung, wenn er das überhaupt packt. Wenn er jetzt hier nochmal zu tief runterkommt, würde ich auch vielleicht sogar sagen, dass man den hier auflösen kann. Ich gehe mal zurück auf den H1. Ja, weil das hier ist natürlich jetzt der Kasserschluss. Der ist tricky, ne? Weil halt eben da schon deutlich jetzt drunter gestochen haben. Und deswegen ist das nicht so ohne. Weil es halt unverändert gilt, Kassa Close oder Gap Close von oben ist kein Long-Signal. So, aber trotzdem kann jetzt hier schon noch ein bisschen was nachkommen. Ich lasse den Stop jetzt erstmal auch hier unten erstmal liegen. Und aber wer es halt auch gemacht hat, kann sich natürlich auch überlegen, hier rauszugehen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ganz klar hier die Chance, ist einmal halt den Sprung nach oben zu machen. Ja, 611, guck einer an, irgendwas ist immer, der EMA 200 im M1 liegt genau an der 611. Also wenn der gleich reagiert, sage ich wie immer, es war nicht der EMA, es war die 611 und der EMA war zufällig auch dabei. Aber das kann natürlich ja jeder machen, wie er will. Ja, das ist hier nur meine bescheidene Meinung. So, mal kurz einen Schluck trinken. Ich muss ja hier mal alles moderieren. Man sieht ja nicht, was ich tue. Bin ich gar nicht gewohnt. So, mein lieber Markt. Also, dann springen uns mal eine Runde hoch. Also, dass wir dann halt oben da direkt weiterlaufen, da glaube ich ehrlich gesagt irgendwie weniger dran. Also, dass halt hier die 8-Uhr-Bewegung da komplett gleich mit eliminiert wird, habe ich so ein bisschen Zweifel. Kann natürlich passieren. Ich meine, gut, wenn das macht, wir sind ja dabei. Aber wäre jetzt nicht der Ansatz, wo ich sage, hey, das ist jetzt der Plan für die 9 Uhr, dass wir ein neues Tageshoch machen. Das wäre, glaube ich, so ein bisschen zu viel verlangt. Und ich würde halt auch ohnehin, weil immer die Gefahr besteht, im DAX, dass der Markt einfach einschläft. Ne? Also nur weil wir gestern halt ordentlich Wohle hatten, heißt das nicht, dass es heute nochmal genauso ist. Und deswegen bin ich natürlich auch ganz froh, wenn ich jetzt wie hier erstmal im Markt richtig rum drin bin. Dann kann zumindest nichts mehr schief gehen. So, jetzt mal gucken. Ich stelle den mal ein bisschen großzügiger hier ein vom Trail. Ich mache mal 5 Punkte Distanz hier im TA-Trail auf die 610. Das wäre auch dann einmal hier die Stunde kurz nach grün gedreht. In meinem Falle weiß. Und da sollte eigentlich eine Reaktion kommen. Aber wie gesagt, vielleicht läuft er auch oben durch. Von mir aus. Von mir aus. So, das ist halt einfach auch immer
ich sag mal jetzt halt so diese die Punkte ausmachen. Deswegen, ich finde es halt eigentlich immer schon den richtigen Weg, da halt wirklich im Daily halt zu schauen, was macht da halt Sinn und dann halt Übertreibungen mit einzubauen und die versuchen dann halt einen kleineren Timeframe dann auch entsprechend einzufangen. Ich bin ja generell nur froh, dass der DAX sich mal bewegt hier bei unserem Live-Trading, weil das war ja wirklich in letzter Zeit so oft so, dass da ja gar nichts passiert ist und wir da teilweise Ranges von 10 Punkten über eine halbe Stunde hinweg hatten. Und das ist ja heute glücklicherweise anders. Ja. Wir haben jetzt hier dann doch zumindest mal irgendwie 70 Punkte oder so ungefähr hat er hier gemacht, 80. Und damit kann man ja wenigstens mal was anfangen. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen mies hier, ne? Genau an der am Kassa-Close von gestern halt nochmal rumgeschrabbelt. Ich mache den M5. Hoppla, M5. Wie sieht der denn aus? Ja, passt auch, ne? Also hier, da kommt dann auch entsprechend der 20er und da oben runter hier eine deutliche Aufwärtsbewegung. Es müsste eigentlich klappen, dass wir einmal da oben versuchen durchzulaufen. Und dass wir jetzt nicht nochmal da komplett runterfallen. Kann natürlich trotzdem sein, wäre aber schon ein bisschen ungewöhnlich. Ich meine, so das entscheidende Hoch, wenn man jetzt mal im M5 bleibt, ist ja halt nun mal das hier. Ne? Das heißt, also kurz vor der Öffnung oder meinetwegen halt auch hier mit der Kassaeröffnung hier ein kleiner Piekser herauf. Das wäre natürlich jetzt schon so die Anlaufstelle, um den Trend ja auch zu brechen, zumindest mal von 9 Uhr an betrachtet. Und deswegen sollte er es zumindest mal versuchen. Und dann eine Etage höher wäre natürlich dann hier oben. Also in dem Bereich. Ich zeichne hier mal alles kunterbunt voll. Aber ist ja nur der kleine Timeframe. So, DAX, gib uns mal einen kleinen Stich nach oben. So, ist irgendjemand dabei? Habe ich noch gar nicht gefragt. Die Erfahrung zeigt ja, dass wir hier sehr oft alle die gleichen Ideen haben, weil Empfehlungen geben darf ich ja natürlich nicht. Und von daher freut mich das natürlich immer. Ja, ist doch schön. Es sind ja doch einige, die dann auch hier mit dabei sind. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, und da das so ist, schickt der DAX uns jetzt noch 50 Punkte nach oben und wir sind alle glücklich und quasi fertig. 20 Punkte mitgenommen, ja. Ich sag ja, mitnehmen ist auch natürlich immer gut, ne, weil klar, also muss ja nicht so kommen, aber deswegen ist es auch immer ganz gut, da auch mal auf den Knopf zu drücken und sagen, ja gut, geht mir nicht schnell genug oder wie auch immer und muss jetzt nicht ausreizen, so wie ich es ja jetzt hier mit dem zweiten Entry zum Beispiel auch gemacht habe. Da habe ich ja auch hier ein paar Punkte vorher rausgenommen. Und weil ich ja natürlich nicht weiß, hätte ja auch sein können, dass die Kerze, also diese 5 Minuten, einmal kurz nach oben und dann plopp, doch wieder runterfällt. Das weiß man ja nicht. Aber trotzdem, das hier der Kassaschluss von gestern ist natürlich jetzt für den Kassamarkt interessant. Deswegen lag das schon recht nahe, dass wir das halt auch kriegen. Was man jetzt aber halt hier sieht, wenn man da wieder aufs Volumen guckt, ist, dass wir kriegen ja schon so ein bisschen Bauch hier. Ne? Also das heißt, da wird schon ein bisschen mehr jetzt halt auch gedreht und ist da jetzt nicht mehr ganz so einfach, da wegzukommen. Heißt aber auch, wenn wir hier aus der VA, also aus der Valley Area, rauskommen, wenn wir das schaffen sollten, dass es dann da oben dann auch ein Spike geben könnte. Ne? Muss nicht, könnte aber, weil das Volumen halt hier bis jetzt sehr dünn war. War natürlich aber auch Overnight, von daher weiß man nicht genau, was hat es zu bedeuten. Und man weiß jetzt natürlich nicht, wie der Kassamarkt da oben reagieren wird. So, die hier sieht nicht schön aus.
Die 5-Minuten-Kerze gar nicht. Und tippe fast, wir laufen nochmal bis da unten hin, bevor wir dann halt nochmal einen Angriff da oben starten. Also ein Hanging Man. Und der reagiert meistens, auch wenn es jetzt hier nur der M5 ist, aber sieht man trotzdem, hier war halt einfach Feierabend. Ne? So, Point of Control ist nicht weit. Daher, der Werner, der hier gerade geschrieben hat, 20 Punkte mitgenommen, war jetzt nicht so wahnsinnig falsch, ne? So, aber ich versuche jetzt mal die. Versuche ich das wirklich? Moment, hier mal genau gucken. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich versuche mal die Stundenkarte mitzunehmen. Also ich hätte zumindest gerne mal gesehen, dass wir einmal hier über die Eröffnung zumindest mal drüber gucken, ob das dann halt klappt. Das steht natürlich nochmal auf dem anderen Blatt. Aber das hätte ich schon gerne mal gesehen. Wenn ich jetzt aber halt sehe, dass er halt wieder anfängt, nach unten zu drücken, dann würde ich jetzt aber auch einfach auflösen. Das habe ich gerade gesagt, so da unten kommen wir nochmal hin. Da waren wir jetzt auch tatsächlich schon. Aber es ist eigentlich so, ne, wenn man jetzt zum Beispiel nur scalpt, ja, und es kommt so ein Ding dazwischen, dann sollte man einfach nur ganz eng sichern, weil es ganz, ganz selten dann nach oben knallt, sondern vielmehr kriegt man dann erstmal ein bisschen deutlicher wieder was nach unten. Und je größer der Timeframe, umso verlässlicher eigentlich. So, noch 3 Minuten, bis der M15 hier abschließt. Soll sich jetzt mal ein bisschen anstrengen. Zumindest wieder hier oben schließen und dann könnte es den kleinen Stich dann auch mit der nächsten M15 ja dann noch geben. Ja, wie viel haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Leute, 9 Teilnehmer haben hier gerade bestätigt, dass sie das mitgemacht haben. Mit mir sind es dann 10. Und der Nelson sowieso, ne? Immer. So. Was nu? Also noch 2 Minuten. Aber das Ding ist manchmal echt, man sollte irgendwie, wenn man M15 handelt, am besten immer nur um 10 nach, um 5 vor halb, um 20 vor und um 5 vor, glaube ich, auf den Knopf drücken. Weil dazwischen rauscht sowieso nur irgendwie alles. Ach, guck, da hat auch einer Short gemacht, Ricardo, am Anfang, wo ich es erwähnt habe. Sehr schön. Ja, das war mir dann zu schnell, ehrlich gesagt. Also zumindest mal jetzt hier für das Live-Trading. Weil das ist eigentlich natürlich genau das Tempo, was man braucht für ein Webinar. Weil das ist, also hier beim M1 vorhin der Entry, der war nicht zu schnell. Und hier kann man natürlich jetzt auch noch in Ruhe zwischendurch dann auch so ein bisschen erklären und sich das dann halt auch in Ruhe angucken. Und muss dann nicht irgendwie alle Sekunde umdenken. Deswegen, das war mir vorhin ein bisschen zu hektisch, da halt Short reinzugehen. Wobei eigentlich, also das sollte man, glaube ich, irgendwie auch mal durch einen Backtest schicken, es schon Sinn gemacht hätte, hier direkt auf dem Kassaschluss einfach eine Stop-Order hinzupacken und dann halt irgendwie mal zumindest 20, 30 Punkte nach unten einfach mal versuchen mitzugehen. Aber das würde ich vorher gerne mal backtesten, ob das dann so einfach funktioniert. Weil hätte natürlich auch sein können, dass ich hier erstmal hinläuft, reagiert, dann nach oben und dann erst runterfällt. Das hatte ich ja vorhin auch so ein bisschen im Sinn, ne? Deswegen lag ja auch auf der 611 am Anfang auch die Short Order, weil ich meine, es wäre schon normal gewesen, wenn hier das Volumen zugenommen hätte erstmal und das kann natürlich dann in beide Richtungen gehen. Und wenn ich halt sage, in Kassa Close, beziehungsweise ein Gap Close von oben ist kein Long-Signal, heißt das ja nicht, dass das in der ersten Minute dann halt direkt durchfallen muss, ne? Sondern kann natürlich auch sein, dass es erstmal reagiert und dann halt nachher dann halt ein bisschen deutlicher dann halt danach dann runterdrückt.
So, DAX, komm. Einmal rauf. Mehr will ich doch gar nicht. So, aber hier muss man jetzt trotzdem langsam, also war immer noch nicht hier am SMA 20. Das wäre aber eigentlich so langsam mal wirklich auf dem Programmplan. Was wollte ich denn sagen? Habe ich vergessen. Ach so, ja, genau. Also wenn jetzt halt irgendwie wieder nochmal da unten rumbohrt, dann glaube ich, vergesse ich das erstmal. Also Exit-Chancen gab es ja schon viele. So oder so wird der Trade hier im Plus aufgehen. Und nur dann halt im Zweifelsfalle dann nur halt mit der Hälfte dessen, was da halt schon drin war. Ne? Waren wir bei den Zielen schon wieder bei der 72, und das ist auch hier im Daily, da sieht man es wieder. Die 76, ne, ist genau diese Grenze. Und wo er sich hier mit anlegt. Und um die es auch wahrscheinlich heute noch ein paar Mal gehen wird. Also ich würde mir schon wünschen, dass wir jetzt hier wirklich mal ein bisschen zügig nochmal raufziehen. Ansonsten, von mir aus Point of Control ist okay, aber da durchfallen soll es jetzt nicht nochmal unbedingt. Aber generell ist es, wie gesagt, für mich die Tagesgrenze, die natürlich dann auch im Zweifelsfalle Zeit hat, bis einmal um 17:30 Uhr und dann halt nochmal irgendwie bis um 22 Uhr, sich darüber zu behaupten, da muss jetzt nicht unbedingt der wahnsinnige Long Run heute nochmal folgen. Kann sein, klar, aber ist jetzt nicht unbedingt ein Muss. Wichtiger wäre, glaube ich, halt nur, dass der DAX sich heute darüber erstmal hält. Aber der Dow drückt auch gerade wieder runter. Das sehe ich hier am Rande. Ich bleibe jetzt trotzdem erstmal kurz hier. Bleibt das Short Limit bei 611? Nein, weil das Short Limit war vorhin gedacht für die Teilauflösung. Ja, und jetzt ist es halt gedacht für den Trail Entry. Ja, wenn du, schreibt gerade jemand, meine Werte, Point of Control, VOL etc., liegen an anderen Stellen. Da muss man die Zeiten überprüfen und zwischendurch, also eigentlich sollte das man automatisch machen, aber wenn man auf Aktualisieren klickt, beziehungsweise hier nochmal auf das Volumenprofil, kriegt man es auf jeden Fall neu eingezeichnet. So, ja, das meine ich jetzt, ist natürlich hier überall was los. Das ist jetzt alles dann halt leider nicht mehr so einfach. Das war vorhin ein bisschen easier hier mit der 9:30 Uhr, als hier noch leer war. Deswegen haben wir jetzt hier unten auch gar keinen Point of Control mehr. Nur halt hier so eine, ja, so ein Bauch an der Stelle. Und hier jetzt auch wieder der dünne Bereich. Das heißt, er könnte jetzt hier auch wieder relativ schnell zurückspringen darauf und müsste dann aber halt hier oben auch Gas geben, wenn das was werden soll mit der Auflösung für 10. Was heißt Auflösung? Ne? Also es wäre natürlich schick, wenn die Stundenkerze in grün endet, möglichst weit oben. Aber mir reicht auch, wenn er das einmal versucht. Mehr will ich ja hier gar nicht haben. Aber das scheint dann doch gar nicht so einfach zu sein. So, die hier kann man machen. Ne? Muss man aber im Zweifelsfalle schnell sein. Habe jetzt eigentlich nur mal zur Verdeutlichung hingelegt, wo ich halt davon ausgehe, wenn wir da nochmal hinlaufen, dass es ab da eigentlich schnell gehen müsste. Aber da muss er erstmal hin. Was ich auf jeden Fall machen werde, wenn wir jetzt nochmal halt da hochlaufen, das ist den Stop hier enger ranziehen, damit ich hier nicht zu viel an bereits gewonnenen Punkten nochmal schenke. Wenn das überhaupt macht. Also kann natürlich jetzt auch sein, dass wir hier jetzt ausgestoppt werden und dann ist es auch okay. Ja, was halt schon deutlich ist, ist hier wirklich Kassaschluss, dass das so nicht
mal eben machbar ist, wenn das Gap erstmal zu ist. Das ist hier schon ein bisschen deutlich zu sehen. So, ich könnte jetzt natürlich auch sagen, ja gut, ich lege die Order noch mal ich lege den Stop-Loss noch mal tiefer und so weiter, aber weiß nicht, ich brauche natürlich schon eine vernünftige Tendenz, ne? Und was man jetzt ja hier sieht, wenn man das rein mal nach Trend betrachtet, dann haben wir hier ja schon relativ klar, mach die mal ein bisschen dicker, den Abwärtstrend, ne? Im M1. Von daher sollten wir jetzt auch nicht unbedingt ganz ignorieren, ne? Kann natürlich auch sein, dass wir hier einfach dann plopp das nächste Tief machen. Deswegen wäre es schon wichtig, dass man der Markt das jetzt auch mal dann rausnimmt, das hoch, zack, zack, und dann, das wäre natürlich dann halt auch die Wunschrichtung, deswegen darf der, sollte der unten auch unbedingt eigentlich gar nicht mehr hin, ne? Und weil das wäre halt schon so die Zielrichtung gewesen, und auch wenn wir jetzt hier so ein kleines, so einen Punkt haben, der schon mal als Support funktioniert hat, ich würde trotzdem jetzt hier rausgehen. Und dann eher dann nachher dann noch mal gucken, ob man den nicht besser eingefangen bekommt. So, 51. So, sieht in der M5 aus. Ja, nicht so klasse, ne? Heißt, der fliegt jetzt möglicherweise hier auch. Also das war halt der letzte Support. Ja, und den will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt nochmal getestet wissen. Und die Order hier führe ich jetzt nur gerade mal so ein bisschen mit, weil falls es noch passiert, weil die Zeit ja auch immer enger wird, jetzt hier bis zur fertigen Stunde. Und dann muss es an irgendeiner Stelle, muss es schnell gehen. Und deswegen führe ich die jetzt mal mit, heißt aber nicht, dass ich die wirklich fallen lasse. Kann man natürlich auch mal kleiner machen. Und ohnehin, wie ich ja gesagt habe, ich will eigentlich nur so einen Piekser nach oben raus. Hoppla, den wollte ich nicht. Den wollte ich. Ne, orientiert sich aber schon, sieht man ja auch recht deutlich an dem, was ich da vorhin eingezeichnet habe, auch wenn es jetzt nur hier der M15 ist, aber man sieht, das war nicht so wirklich falsch. So, in der Stunde bräuchten wir allerdings ein Close da oben drüber, also über der 590, 89. Wenn das jetzt halt hier irgendwie kurzfristig innerhalb der nächsten Stunden long funktionieren soll. Ne? Das ist natürlich der Ansatz dabei. Aber mir sieht es fast danach aus, als würde er wirklich noch die 490 da halt haben wollen, die ich gestern wollte. Weil das drückt jetzt hier langsam doch ein bisschen zu stark. Also 5 Minuten haben wir noch, es kann immer noch aufgehen. Aber wenn wir jetzt hier runterkommen, dann lasse ich es, dann gehe ich da jetzt erstmal raus. Und lass es gut sein, begnüge mich dann halt hier mit den 25 Points. Aber das hat natürlich auch schon deutlich, ne? Hier der kleine Hangman, guckst du ja seiner an, drückt den Markt aus dem M5 dann tatsächlich doch wieder runter. Ja, das wird nichts mehr. Das sieht nicht gut aus. Viel zu viele. Viel zu viel Druck nach unten. So, that's it. Ne, bei denen hier will ich jetzt nicht mehr ausprobieren. Echt nicht. Also, das ist mir viel zu risky, weil die Chance ist viel zu groß, dass der da unten durchklatscht. So, gut. Also, hat auf jeden Fall ein bisschen was gebracht. Die Idee, den ganz nach oben aufzulösen, war jetzt nicht so die beste. Wahrscheinlich mache ich das jetzt, nachdem ich ausgestoppt bin, ist aber dann auch okay. Und aber generell, ich meine, das ist halt, ich kann ja nicht den jetzt hier sagen, oh, ich halte das jetzt irgendwie aus, der macht das bestimmt noch. Ne? Ich meine, man sieht ja hier einfach jetzt einen kleinen Trend. Dann war der Gedanke vielleicht ein bisschen früh, dass wir jetzt einmal da oben durchstoßen.
Das ist ja okay, ne? Und man kann ja dann halt nachher gucken, wann das Ganze halt dann nochmal passiert. Und im ärgsten Fall orientiert man sich dann halt tatsächlich an der 450, die ich da unten gestrichelt eingezeichnet habe. Also nochmal die Eröffnung von gestern oder dort in der Nähe. Das wäre natürlich auch nochmal durchaus denkbar, ne? Wäre zwar ein bisschen hart, ein bisschen übertrieben, wenn es so weit runtergehen würde. Aber halt trotzdem völlig legitim. Gut, so, dann gucke ich mal gerade noch hier, was noch an Fragen drin sind. Was nimmt Schwung zu deiner 430? Ja, kann sein. Weiterer Verlauf mit DAO. Ach so, ja, also ich meine, das Problem bei solchen Märkten ist natürlich immer, kann mal gucken, wo steht der denn überhaupt? Ich gehe mal ganz kurz rüber auf den DAO. Ja, der wehrt sich mal kurz so ein bisschen, heißt, er wird jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Da habe ich auch noch einen Short in einer anderen Strategie, aber ich weiß nicht, wie lange ich den festhalten soll. Ja, auf jeden Fall auch ein bisschen deutlich. Ich gehe mal ganz kurz nochmal auf das Haupt. Bild hier. So, also, mal die Frage ist, war es das mit Long? Puh, ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Also das Problem ist immer, auch jetzt hier im DAX, da sieht halt jeder, boah, hey, Dip hier gekauft und Long, ne? Was macht der Markt? Drückt erstmal nach unten und will erstmal gar nicht so mitspielen, wie man das gerne hätte. Das Gleiche im DAO, da sieht man ja halt auch, wenn man sich die mal anguckt, meine Güte. Also wer da gestern halt hier auf den grünen Bereich vertraut hat, herzlichen Glückwunsch. Weil das war ja die Anlaufstelle, habe ich ja letzte Woche geschrieben. Ich will da unten hin und will am Freitag auch da unten schließen, wenn es irgendwie geht. Hat er ja dann auch gemacht. Was ich so ein bisschen irritierend fand, das war, dass wir unter dem grünen Bereich eröffnet haben. Ich habe ihn trotzdem nicht umgefärbt, sondern mal so gelassen. Weil ich so ein bisschen schon gedacht habe, dass wir da nochmal eine Reaktion kriegen. Aber fast 1000 Punkte nach oben hätte ich jetzt auch nicht unbedingt vermutet. Und wenn man da jetzt aber halt mal sich das mal anguckt, ne, also erstmal haben wir hier eine ordentliche Reaktion und dann haben wir den Freitag komplett eliminiert, drüber geschlossen. Ich glaube nicht, dass es das war mit Long. Das Ding ist nur, auch hier, das sieht natürlich wieder ein Blinder. Kann es natürlich jetzt auch sein, einfach, dass die Börsenzeit, also die reine Future-Zeit, jetzt dafür genutzt wird, um entsprechend halt hier nochmal den Markt deutlich runterzudrücken, um dann halt möglichst tief nochmal zuzuschlagen. Ich glaube nicht, dass wir die Kerze von gestern einfach nach unten verabschieden, beziehungsweise nach unten auslöschen und uns dann nach unten verabschieden. Da glaube ich nicht so wirklich dran. Ich glaube aber schon, dass die Reaktion so ein bisschen deutlicher werden könnte und wir hier halt auch nochmal in den Bereich 33.700 kommen. Oder hier nochmal so ein Peak oder so bis 600 irgendwas, bevor wir den nächsten Anlauf nach oben starten. Das könnte schon passieren. Und also damit sollte man zumindest mal rechnen, wenn man halt hier irgendwie drauf baut, dass da halt nochmal der Markt hochgekauft wird. Wie gesagt, aber auch wie immer gilt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Trotzdem kann es natürlich sein, dass wir dann doch eben die Kerze von gestern eliminieren. Wäre aber extrem selten. Also rein statistisch betrachtet, sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Alright, so, mein lieber Nelson, ich glaube, das war doch ganz okay, ne? Auf jeden Fall. Von dem, was der Markt uns auch da geliefert hat, war das ja wirklich alles sehr, sehr brauchbar, behaupte ich mal. Und von daher muss ich mich auch beim Markt bedanken, dass er heute mal mitgespielt hat. Und wir hier nicht mit einer 10-Punkte-Range zu kämpfen hatten. Das ist erstmal ziemlich gut. So, ich sage aber mal Danke an die Teilnehmer, die hier alle auch wieder sehr, sehr zahlreich vertreten gewesen sind und durchgehalten haben. Natürlich auch Glückwunsch an die, die hier ebenfalls ein paar Punkte mitgeschnitten haben. Ja, und ansonsten darf ich ja vielleicht hier erwähnen, am 24., also am Donnerstag, bin ich halt nochmal live zu sehen im Rahmen von der WOT. Das werde ich aber auch nochmal in meinem Blog auch nochmal entsprechend halt verlinken.
Und sind auch ganz viele andere Teilnehmer mit dabei, unter anderem moderiert vom, glaube ich mal zumindest, vom Andreas. Ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf und wird eine mehrstündige Session mit mehreren Teilnehmern auch. Und wer Lust hat, darf das ja gerne auch wieder dabei sein. Ansonsten sehen wir uns, glaube ich, dann nächste Woche Freitag, oder? Richtig, hier zu den NFPs. Ja, korrekt. Okay. Gut, dann sage ich mal danke, mein lieber Nelson, auch an dich. Du hast das letzte Wort und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank, Dirk. Schließe ich mich an und natürlich auch ein Riesendankeschön an dich für das Webinar. Schöne Trades heute und viel Erfolg am Donnerstag. Und natürlich auch ein Riesendankeschön an alle Teilnehmer. Ja, wünsche noch eine erfolgreiche Woche. Würde mich natürlich dann auch freuen, wenn Sie nächste Woche Freitag wieder dabei sind hier mit Dirk. Und ja, bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und viel Erfolg. Ciao, ciao.